Im heutigen Video werfe ich einen Blick auf den Roku Express 4K. Die kleine Box ist etwa halb so groß wie ein Apple TV und mit etwa 35 bis 40 Euro preislich eher eine Konkurrenz zu Amazons Fire TV Stick. In Sachen Features kann der Roku Express 4K dabei durchaus überzeugen. 4K, HDR, AirPlay 2 und HomeKit-Unterstützung hat die kleine Streaming-Box auf ihrer Habenseite. Was der Roku Express 4K sonst noch drauf hat und was mir gefallen hat und nicht so gefallen hat, das verrate ich euch nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und auf diesem Kanal dreht sich alles um spannende Technik, insbesondere von Apple. Heute geht es also um den Roku Express 4K, eine kleine Streamingbox, eher eine Konkurrenz zu Apple. Auf jeden Fall aber ein spannendes Technikprodukt und wir starten mit dem Unboxing. Ein schöner Pappkarton weist euch auf die Vorzüge des Roku Express 4K hin. In manchen Dingen ist Roku allerdings noch ein wenig der Zeit hinterher, denn neben Plastik erfolgt der Betrieb des Roku Express 4K mit einem Micro-USB-Anschluss. Heute sollte eigentlich USB-C der Anschluss der Wahl sein. Außerdem in der Box eine Bedienungsanleitung, ein Netzteil mit Aufsätzen für verschiedene Länder, ein kurzes HDMI-Kabel, der eigentliche Roku Express 4K und eine Fernbedienung. Die Fernbedienung verfügt über Hardware-Buttons für Netflix, Apple TV+, Spotify und Rakuten. Statt Spotify und Rakuten hätte ich mir allerdings lieber Amazon Prime Video und Disney Plus gewünscht, aber gut. Die eigentliche Roku Express 4K Streamingbox ist in schlichtem Schwarz gehalten und in Sachen Größe etwa halb so groß wie ein Apple TV 4K. Über einen LAN-Anschluss verfügt der Roku Express 4K nicht. Wer aber gerne ein Netzwerkkabel anschließen möchte, soll dies mit einem speziellen Adapter tun können. Ich für meinen Teil hatte mit dem Dualband-WLAN des Roku Express 4K jedenfalls keine Streaming-Probleme. Ein paar Probleme hatte ich allerdings bei der Einrichtung des Roku Express 4K, aber beginnen wir erstmal mit der Installation, denn die geht ziemlich flott vonstatten. Netzteil und Micro-USB-Kabel anschließen, HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden, Batterien in die Fernbedienung einlegen und schon kann der Spaß losgehen. Fast, denn dann kommt ja noch die Einrichtung. Und die begann bei mir erstmal mit einem Bug. Denn direkt nach dem Einschalten und dem Wählen der Systemsprache sucht der Roku Express 4K nach eurem WLAN, beziehungsweise nach einem verfügbaren WLAN. Und bei mir war das so, er suchte und er suchte und er suchte. Nach 10 Minuten hatte ich mir schon gedacht, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe das Gerät dann vom Strom getrennt und versucht, das Ganze erneut in Gang zu setzen. Leider mit demselben Ergebnis. Eine kurze Internetrecherche ergab dann, dass man den Reset-Knopf auf der Rückseite des Roku Express 4K einmal für 30 Sekunden gedrückt halten sollte, um das Gerät zurückzusetzen. Das habe ich getan und siehe da, tatsächlich hatte der Roku Express 4K innerhalb weniger Sekunden mein WLAN gefunden. Doch die nächste Hürde ließ dann nicht lange auf sich warten, denn um den Roku Express 4K in Gang zu setzen, muss man zwingend ein Roku-Konto anlegen. Dazu gibt man während des Setup-Prozesses einmal seine E-Mail-Adresse ein, bekommt anschließend eine Aktivierungs-E-Mail von Roku zugeschickt und registriert sich fortan erstmal mit Adresse und Zahlungsdaten für Live-Filme auf der Roku-Webseite. Hier gab es dann direkt den nächsten Dämpfer. Sowohl beim Eingeben einer IBAN als auch einer Kreditkarte als auch über PayPal gab es eine Fehlermeldung. Da war ich dann schon ein wenig angefressen. Roku und ich hatten wirklich keinen guten Start. Nachdem ich den Aktivierungslink aus der E-Mail erneut aufgerufen hatte und den Kontoeinrichtungsprozess erneut gestartet hatte, lief dann komischerweise alles ohne Probleme. Alles in allem fand ich jetzt so diese Zwangsregistrierung etwas nervig. Ich verstehe natürlich das geschäftliche Interesse von Roku an Nutzer und auch Zahlungsdaten, aber aus Nutzerperspektive hätte man die Box ja auch wunderbar ohne Registrierung und nur mit den jeweiligen Logins bei Netflix, Disney und Co. nutzen können. Ich habe trotz der Bugs die Einrichtung in etwas mehr als einer halben Stunde abgeschlossen gehabt. Ich bin aber davon überzeugt, dass weniger technikerfahrene Leute hier vor erhebliche Probleme gestellt gewesen wären, zumindest wenn sie mit den gleichen Bugs konfrontiert gewesen wären.
Jetzt kommen wir aber langsam mal zum Positiven, nämlich dem eigentlichen Streaming. Denn nachdem ihr die Einrichtung abgeschlossen habt, werdet ihr mit einer sehr übersichtlichen und aufgeräumten Oberfläche belohnt. Das Auswählen und Starten der Apps klappt flott. Das dauert vielleicht einen Ticken länger als beim Apple TV 4K. Ansonsten kann ich über das Streaming definitiv nichts Schlechtes sagen. Es gab keine Aussetzer, das Bild war top und wurde in den meisten Fällen wunderbar in HDR ausgestrahlt. Der Roku Express 4K verfügt über HDR 10+, das nicht ganz an Dolby Vision heranreicht, aber trotzdem eine gute Bildqualität bietet. Wer echtes Dolby Vision haben möchte, müsste zum Roku Streaming Stick greifen, der knapp 60 Euro kostet. HDR bei YouTube funktioniert tadellos, beim Apple TV 4K ist das nach wie vor umständlich. Dolby Atmos unterstützt der Roku Express 4K ebenfalls. Und darüber hinaus könnt ihr noch zwei verschiedene Nachtmodi im Optionsmenü auswählen, welche den Dynamikumfang des Tons begrenzen. 720p und 1080p Inhalte werden auf 4K hochgerechnet. Das Upscaling fand ich allerdings jetzt nicht so sonderlich beeindruckend. Nett ist aber, dass der Roku Express 4K auch über AirPlay 2 Unterstützung verfügt. Das funktioniert im Großen und Ganzen auch sehr gut. Im Vergleich zum Apple TV 4K war die Verzögerung minimal größer, was gespiegeltes Spielen vom iPhone beispielsweise etwas erschwert. Und die AirPlay-Verbindung, die war jetzt auch nicht ganz so stabil. Es gab ein paar mehr Ruckler und Aussetzer. Aber ansonsten hat das eigentlich im Großen und Ganzen wirklich sehr gut funktioniert. Kommen wir zum App-Angebot von Roku. Das kann zwar nicht mit Apple oder Amazon mithalten. Die wichtigsten Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Disney, Spotify, Sky Ticket, DAZN, YouTube oder Plex sind aber da. Und das Schöne ist, bei den meisten Anbietern kann man sich auch über einen QR-Code und seinem Handy anmelden, sodass man nicht erst umständlich E-Mail-Adresse und Passwort per Fernbedienung eingeben muss. Wo Roku aber federn lassen muss, ist im Bereich Live-TV. Beispielsweise finden sich weder Satu, Waipu-TV oder Magenta-TV, geschweige denn O2-TV im Roku-Store. Das ist schon ein Minuspunkt. Immerhin könnt ihr die Mediatheken von ARD und ZDF sowie RTL Plus nutzen. Apropos Apps, ihr könnt für euer Smartphone oder das iPad auch die offizielle Roku-App herunterladen. Diese App könnt ihr dann nicht nur als alternative Fernbedienung nutzen, sondern auch um den Fernseherton über euer Smartphone samt angeschlossenen Kopfhörern auszugeben. Natürlich könntet ihr eure Kopfhörer auch am Fernseher anschließen, aber es ist eventuell komfortabler, einfach den Weg über die App zu wählen, wenn die Kopfhörer ohnehin schon an eurem Smartphone oder an eurem iPad angeschlossen sind, beziehungsweise per Bluetooth verbunden sind. Das hat in der Praxis auch wirklich zuverlässig und ohne nennenswerte Verzögerung geklappt. Also sprich Bild und Ton, Bild vom Fernseher, Ton über euer Gerät, über euer iPad oder iPhone, die waren wirklich verzögerungsfrei synchron. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Roku Express 4K ist ein absolut solides Gerät. Deutlich günstiger als ein Apple TV 4K und immer noch etwa 20 bis 30 Euro günstiger als ein Chromecast oder ein Amazon Fire TV Stick. Denn wenn man 4K haben möchte, zahlt man bei Google und Amazon aktuell 60 bis 70 Euro. Im Angebot bekommt man die Geräte dann auch manchmal günstiger. Insofern zeigt sich der Roku Express 4K als hervorragender, günstiger Einstieg in die 4K Streaming Welt, sofern man mit HDR 10 Plus leben und auf Dolby Vision verzichten kann. Ich sage euch aus persönlicher Erfahrung, in der Praxis ist der Unterschied zwischen HDR und Dolby Vision nicht so groß. Und nicht zu vergessen, der Roku Express 4K unterstützt AirPlay und das bekommt ihr beim Fire TV Stick oder Chromecast nur über Umwege wie separate Apps. Positiv hervorzuheben sind beim Roku Express 4K zudem die sehr übersichtliche Oberfläche und das flotte und reibungslose Streaming in 4K, sogar mit Dolby Atmos Unterstützung. Nervig ist, dass Roku auf Softwareseite offenbar ein bisschen hinterherhinkt. Die Bugs beim WLAN und der Registrierung, die werden kaum bei jedem Nutzer auftreten, dürften aber, wenn sie auftreten, ein wirklich unnötiges Hindernis, insbesondere für unerfahrene Nutzer sein. Mein Apple TV 4K würde ich jetzt trotzdem nicht gegen einen Roku eintauschen wollen. Beim eigentlichen Streaming sind die Unterschiede kaum bemerkbar, aber so Dinge, wo es dann eben um das Apple-Ökosystem geht, wie beispielsweise, dass das iPhone beim Apple TV 4K automatisch als Eingabegerät fungieren kann oder 3D-Audio mit AirPods Pro oder Max, dass das zur Verfügung steht, das sind schon kleine und feine Unterschiede und natürlich auch Apple Arcade und all solche Sachen. Und auch wenn das Roku eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche hat,
ist die Softwarequalität bei Apple besser. Meine Daten sind auch besser aufgehoben. Da hat Roku auch in der Vergangenheit immer wieder so ein paar Probleme gehabt. Und das App-Angebot ist bei Apple auch besser, insbesondere beim Live-TV. Aber als simple Streaming-Alternative zum kleinen Preis, da taugt der Roku Express 4K allemal. Schreibt mir eure Meinung und Erfahrung zum Roku Express 4K gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euer Fabian.